Ja, Leute, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play Pikmin 1. Falls ihr Pikmin nicht kennt, in diesem Let's Play werdet ihr es herausfinden. Aber ja, Pikmin ist eins meiner Lieblingsspiele und ich habe jetzt eine Capture-Karte für meine Wii. Das heißt, ich kann jedes Wii-Spiel und Gamecube-Spiel aufnehmen, was ich möchte, mit euch zusammen. Und das heißt, es kommt bald auch ein Super Smash Bros. 3 Let's Play, hoffentlich bevor das neue Smash 5 rauskommt. Ja, starten wir einfach mal das Spiel. Ich habe das Spiel eigentlich schon dreimal durchgespielt. Ja, ich habe keine richtigen Hobbys gehabt. Anderes Thema. Ich würde sagen, nehmen wir dann mal Logbuch 1. Cutscene. Diese Cutscenes sind echt super, sag ich euch. Ha. So, und so kann das in der Absturzstelle beginnen. Hallo, Olima. Leider habe ich Pikmin 2 nicht, sonst würde ich das auch noch let's playen, hier nach. Aber, schade eigentlich. Und da ist die SS Dolphin. Mein Name ist Captain Olima. Auf meiner Reise durch den Raum wurde mein Schiff von einem Meteoriten getroffen. Ich wurde bewusstlos und als ich wieder zu mir kam, war ich auf diesem fernartigen Planeten gelandet. Meine Dolphin fehlen viele Teile. Er erinnert nur mehr an ein Gerippe. Ein schmerzhafter Anblick für mich, sein Antrieb fehlt. Ich bin gestrandet. Und alles noch komplizierter zu machen, melden meine Sensoren, dass die Atmosphäre dieses Planeten aus giftigen Oxygen besteht. Die Reserven meines Lebenserhaltungssystems werden noch 30 Tage reichen. Wenn ich bis dahin den Dolphin nicht repariert habe, nein, besser nicht daran denken. Ich muss die fehlenden Teile finden. Genau, und hier sind wir dann in der Overworld mit B. Kann man die Pfeife benutzen mit den halt Joystick bewegen. Und ich weiß schon, wo ich hier hin muss. Hier hin. Denn hier ist eine rote Zwiebel. Und da kommt ein Pikmin. Ein seltsames Ding zeigt sich mir hier. Ich wollte gerade mit der Suche beginnen, als es erschien, als ob es auf mich gewartet hätte. Es ließ einen einzelnen Samen fallen. Was ist es? Lebt es? Ist es eine Maschine? Es erinnert mich an ein Gemüse, das wir zu Hause Zwiebel nennen. Ich werde es deshalb einfach Zwiebel nennen. Ja, und das sind... Also mit diesen Knospen kann man die Pikmin züchten. Aber darauf kommen wir gleich. Knopfprimeln, falls ihr fragt. Ui, da ist ein Blatt. Ich hoffe, die Lautstärke der Musik ist so gut. Der Samen, den die Zwiebel fallen ließ, hat sich in der Erde verwurzelt und einen hübschen kleinen Trieb gebildet. Dieser Trieb strahlt ein seltsames Licht aus und schwankt hin und her, ohne einen Hauch von Wind. Ich habe fast den Eindruck, er ruft nach mir. Ich muss einfach mal hingehen und A drücken. Ja. So pflücken wir den Pikmin raus.
Unglaublich! Als ich den Trieb pflückte, stellte sich heraus, dass es sich um ein Lebewesen handelte. Nicht um eine Pflanze. Ich habe ihm aber zum Glück nicht geschadet. Es steht einfach da und starrt mich an. Es erinnert mich an Pick-Pick-Karotten, die ich so liebe. Ich denke, ich sollte die Lebewesen Pikmin nennen. Da bin ich nun gestrandet auf einem giftigen Planeten, ums Überleben kämpfen, und trotzdem bin ich fasziniert. Ich muss diese interessanten Kreaturen unbedingt erforschen. Ich sollte versuchen, sie mit A festzuhalten und in die von mir gewünschte Richtung zu werfen. Mit B rufe ich sie zu mir. Reagieren sie auch auf C oder X? Ja, ich kann so auch zoomen, so zur Info. Und ja, wenn ich den C-Stick umherdrehe, gehen die Pikmin in der Richtung. Mit X lasse ich alle gehen. Mit B pfeife ich und mit R ändere ich diese Perspektive. Mit L drehe ich in der gewünschte Richtung. Und mit Z Vogelsicht. Und wenn die Knospen hier dahin bringen, dann kommen neue Pikmin. Wenn ein rotes Pikmin eine rote Knospe wegbringt, so eine rote Knopfprimel, dann kommt doppelt so viel raus. Bei 1, 5, 10 glaube ich auch, aber bei 20 nicht mehr. Einfach erstaunlich, die Zwiebel hat weitere Samen gesät. Die kleinen roten Gebilde, die Pikmin ernten, werden sie eine Blume abgeschnitten haben. Dienen der Ernährung und der Entstehung neuer Pikmin. Die Zwiebel scheint eine Art Brutkasten zu sein. Unnötig zu sagen, dass ich diese Lebensform gründlicher studieren muss. Hup. Ja, kommt mit her, ihr zwei Pikmin. Also ich könnte das auch zum Stream-Projekt machen. Aber mache ich mal nicht. Also jetzt noch nicht. Und wenn ich dann durchgehend A drücke, kann ich die Pikmin automatisch rausziehen. Finde ich sogar ziemlich praktisch. Also ich hoffe, die Grafik ist gut. Das habe ich schon vorher ein bisschen gecheckt. Und wenn zwei da sind, tragen die es doppelt so schnell. Hier ist ein Fünfer, dafür brauchen... da hinten ist ja schon was. Ich weiß natürlich, was es ist. Ich meine, ich habe es ja schon gespielt. Öfter. Los, Pikmin, los, los, Pikmin, los, los, Pikmin, los. Und ihr schafft es. Ui. So, jetzt hole ich noch diesen Fünfer da. Hä, Fünfer. Hätte ich jetzt auch gerne noch dazu. Wer das Geld? Hui, ich wäre fröhlich. Hier liegen Fünfer rum, 20er und 10er. Und 1-Euro-Münzen. Yay! Oh, ich stelle mir das gerade echt dumm vor. Aber auch voll cool. Ja, da. Also ich hatte gedacht, dass ich jeden Part zu einer Folge mache. Einen Tag. Euch packe ich das schon mal hin. Los geht's. Und so, damit ihr es wisst, ich glaube, jeder Tag in Pikmin dauert 15 Minuten oder 10 Minuten oder 20. Weiß ich nicht genau. Kommt drauf an, wie lang die Folge ist dann immer. Dann weiß ich es ja, wie lang dann so ein Tag ist. Aber jeder Tag wird halt eine Folge. Und ich würde auch sagen, jeden zweiten Tag kommt eine Folge Pikmin. Aber wie ihr es wisst, ich mache keinen Plan mehr, zu wann ich Videos hochlade. Mag ich einfach nicht. Ich
Ich mache einfach irgendwann random immer wieder Videos. Und die Pikmin sind fertig mit dieser... Die Pikmin sind neugierig wie kleine Kinder. Sie schließen sich zu Gruppen zusammen, die Aufgaben erledigen, zu denen ein Individuum nicht in der Lage wäre. Ein Schimmer der Hoffnung macht sich in meinem Herzen breit, dass sie ihre Fähigkeiten nutzen kann. Vielleicht ist es mir so möglich, mein Schiff zu reparieren. Meine Studien helfen mir hierbei. Nähere dich den Trieben und pflücke sie mit A. Drücke A, um ein Pigment zu fassen und es zu werfen. Drücke B, um sie zu rufen. Drücke X, um sie loszulassen. Mit C wird die Gruppe kommandiert und kontrolliert. L und R und Z verändern die Perspektive. Ich werde das alles in meinen Computer speichern und es mit Y jederzeit aufrufen können. Ja, mit Y haben wir hier halt die ganze Karte und die Steuerung. Und was haben wir denn hier? Wahnsinn! Es ist wirklich wahr! Der Antrieb meines Schiffes liegt direkt vor meinen Füßen. Durch den Zufall bin ich über das wichtigste Teil überhaupt gestolpert. Das Schicksal meint es gut mit mir. Dennoch, wie soll ich es nur zum Dolphin transportieren? Mit den Pikmin! Denn das braucht 20 Pikmin. Hier oben auch zwei hin. Hier auch zwei. Und ihr tragt den Rest weg. So. Es läuft jetzt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Und wenn euch das Spiel auch gefällt, ich werde wahrscheinlich einen Link, wo ihr es kaufen könnt, in der Videobeschreibung auf Amazon und wo ihr auch das und wo ihr auch eine Wii kaufen könnt von Amazon, weil die Wii gibt es ja, glaube ich, nicht mehr so richtig zu kaufen, außer halt auf, ich glaube, Drittanbietern wie Amazon oder so, keine Ahnung. Aber trotzdem, es ist ein cooles Spiel und ich finde es ermüdend, jeden einzelnen Trieb zu pflücken. Ja, da sagt er jetzt nur, dass man Pikmin, die ich meiner Gruppe zuordne, sind so begeistert davon, dass sie in leuchtenden Farben schimmern. Ja. Und ich habe das Spiel schon echt lange gespielt. So als ich 4 war, 5 war, habe ich es zum ersten Mal gespielt. Aber Pikmin ist schon cool, sag ich euch. So, pflücken wir es dann mal. Hä? Oh, Entschuldigung für den kleinen Lag da gerade. Tut mir leid. Ich muss die Capture Card noch drauf testen, was sie genauso zum Maximum kann. Aber es läuft ja, glaube ich, schon gut. 20 Pikmin werden benötigt. Ich habe 25 und don't slack off, you idiot. Nein, Pikmin sind cool. Ha, und die Musik auch erst. Super. Ich speichere dann gleich auch ab. Weil, wenn nicht, wäre das ein bisschen dumm. Also, vielleicht packe ich auch einen Link zum GameCube in die Videobeschreibung, wenn ich nicht zu faul bin. Aber ich versuche dieses Projekt so gut wie möglich zu machen. So, und jetzt geht's los. Der Dolphin wird repariert. Yay, diddlidi. Also, oh Wunder,
Mithilfe der Pikmin habe ich einen großen Schritt Richtung Heimat machen können. Mein Schiff kann wieder abheben. Der kleine Funke Hoffnung wird zu einer Flamme. Die Suche? Sie beginnt morgen. In der nächsten Folge von... Nein. So, Pikmin, ihr geht alleine jetzt in die Zwiebel herein. Und dann würde ich sagen, das war's für den ersten Part von Pikmin. Und ja, es war schon cool, wieder das zu spielen. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, war vor ein paar Monaten. Ein Monat, glaube ich, oder so. Wenn dieses Video hochgeladen wird. Und abheben! Nur damit ihr es wisst, der Ton ist im Aufnahmeprogramm. Ich über meine Kopfhörer höre es nicht. Das ist halt eigentlich nur das Mikrofon hauptsächlich. Ein Tag seit Aufprall. Irgendwie ist es mir gelungen, mit dem Dolphin abzuheben. Die Zwiebel schwebt zu meinem Erstaunen neben mir. Vielleicht können die Pikmin nachts nicht auf der Oberfläche ihres Planeten überleben. Oder begleiten sie mich aus anderen Gründen? Wie auch immer. Es scheint so, als würden sie mir morgen wieder helfen. Dem Dolphin fehlen noch 29 Teile. Finde ich sie nicht rechtzeitig, werde ich wohl nicht mehr zu meiner Familie auf Hokotat zurückkehren können. Die Analyse zeigt, dass mein Lebensvorratssystem noch 29 Tage durchhält. Unter mir sehe ich einen dichten Wald. Er ist der Schlüssel für mein Überleben. Ich nenne ihn den Wald der Hoffnung. Morgen werde ich ihn erforschen. So, Pikmin-Population ist gestiegen über den Tag. Speichern! Speichern! Speichervorgang beendet. Und hier seht ihr dann der Wald der Hoffnung. Aber erst im nächsten Part. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video von Pikmin 1. Bis dann und ciao, Leute. Und viel Spaß noch beim Zocken.